Es gibt Situationen, da habe ich den Eindruck, ich stehe wie vor einer Mauer. Es gibt Situationen, da habe ich den Eindruck, ich stehe wie vor einer Mauer. Kann gar nicht mehr klar denken, bin blockiert. Kennen Sie das? Wie reagiere ich eigentlich, wenn Unvorhergesehenes geschieht, das mich stört oder ratlos macht oder sogar verletzt, das meine Gedanken und Vorhaben durchkreuzt? Es sind oft ähnliche Muster, die ich bei mir selbst und auch bei anderen entdecke. Jemand zieht sich wortlos zurück, die eine versucht, sich durch eine zynische Bemerkung zu retten, andere machen billige Gags oder sprechen in Übertreibungen. Wieder andere setzen sich ab in Seitengesprächen oder haben Dringendes mit dem Smartphone zu erledigen. Gibt es etwas, das für Sie typisch ist? Und dann die Frage, was oder wer holt mich oder Sie da wieder raus und könnte helfen, wieder präsent zu sein? Manchmal hilft vielleicht ein kurzes Gespräch mit Gott. Mich von Gott, von Jesus anschauen lassen, mich von ihm fragen lassen, wie geht es dir? Was bewegt dich? Was macht dich gerade bitter? Was ersehnst du? Manchmal hilft vielleicht ein kurzer Psalmvers. Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Oder die Vergewisserung, du schaffst mir weiten Raum.